Ein herzliches Hallo von mir an euch. Dieses Video entsteht gerade sehr, sehr, sehr spontan. Ich schneide das gerade am 28.11. um 22.35 Uhr. Ich habe nämlich gerade mit ein paar Freunden auf der Beta gespielt von Phasmophobia, denn es gibt eine neue Map, und zwar das Gefängnis. Das möchte ich euch kurz in ein paar Ausschnitten zeigen. Das geht so 5,5 Minuten und im Anschluss gibt es direkt noch eine richtige Folge im Gefängnis. Also, wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Es sind ein paar Einblicke in die neue Map. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video.
Susan Williams. In Gruppen. Reinigen Sie bald mit Räucherstäbchen 10 Grad Celsius und Ash wieder. Achso, wir machen ja bestimmt wieder 2-2. Ja, würde ich sagen, ja. Da habe ich ein Thermometer. Ich, ich habe keine Taschenlampe. Irgendjemand hat eine starke Taschenlampe mit mir gemobst. Was soll ich noch mitnehmen? Was soll ich noch mitnehmen? Also ich habe Thermometer und EMF jetzt. Was müssen wir denn überhaupt machen? EMF, Thermometer und EMF. Ich nehme es. Susan Williams. Geht auf Gruppen und auf Susan Williams. Ja, ach so. Hat der Marc schon die Tür aufgemacht? Ja, hat er. Ja, die Zeit läuft sozusagen schon. Er macht die Tür auf und steht dann im Türrahmen. Ich bin schon vorlaufen können. Also ich gehe wieder rechts. Ist bestimmt wieder voll. Ich will den hier auch mal irgendwo finden. Jo. Ja, die Jenny schreit gleich wieder an. Ich hab, ja. Ich bin Geisterspürer Nummer 1. Komm, wir gehen hoch. Okay. Jenny macht das hier unten schon. Gehen uns um einen Raum suchen. Ich hab das gehört, Max. Ach, Jenny, sei ruhig. Ja, ja. Ich geh jetzt fremd. Ich höre sie nur irgendwas nudeln. Ich hab gesehen, ja, irgendwie irgendwas. Hier ist der Knochen. Gesehen, hier oben ist der Knochen. Ich hab hier ein Foto dabei. Hier, ich hab gesehen, du spielst doch Dead by Daylight. Ja, und zwar sehr gerne. Tatsächlich. Okay, was spielst du noch? Also aktuell wirklich hauptsächlich DVD und Phasmo, wenn sie es ergibt. Obwohl ich eigentlich sonst gar kein Horrorspieler bin. Ich habe aber jetzt auch wieder so was Simples wie House Flipper nochmal angefangen. Oder Raft oder No Man's Sky und sowas. Ach, Raft auch, ja. Das haben wir mit der Jenny auch schon gespielt. Also wir warten jetzt aufs nächste Update. Ich spiele halt relativ viel oder gerne Spiele. Nein. Deine Mutter habe ich gleich gefunden. Sehr ruhig. Ich spiele halt viel ohne Story, ehrlich gesagt. Einfach so ein bisschen daddeln, ohne dass ich groß nachdenken muss. Ja. Die scheinen unten zu sein. Ja. Oder wir gehen hier hinten nochmal. Der muss auch irgendwie auf der anderen Seite als von uns. Hä? Warte, hast du das gerade gesehen? Ja, ich habe es auch gerade gesehen, aber hier sind 19 Grad. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Aber gehen wir hier rechts rein. Gehen wir rechts rein. Der kam von rechts und ist nach links. Die sind neben uns. Wir sind bei den Zellen. Die sind irgendwo neben uns. Was? Was? Ich höre euch hier. Seid auch ruhig da unten. Hier geht's hier durch. Als Maul. Ach, hier seid ihr. Achso, du gehst darüber. Hallo. Immer. Hallo. Also, da müssen wir unten mal auf der anderen Seite gucken. Also, ich habe hier nichts, ehrlich gesagt. Mal hier rechts in den Raum rein. Also der Außenraum ist sicher. Hier. Kannst du mal da rein gucken? Da. Das ist dieses Krankenzimmer. Nee, ne. Voll gut. Nee, das ist auch nix. Vielleicht ist er hier im Speisesaal. Ist das Speisesaal? Ne? Die Jenny meinte gerade, nee. Also Marc hat sich, glaube ich, gerade beschnitten. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Alles noch nicht weit entfernt. Dann ist er unten bestimmt. Ja, ich glaube, wir müssen runter. Boah, ich fände das einen richtigen Jumpscare, wenn hier plötzlich die Alarmanlage angehen würde oder so. Wasser? Nein, danke.
Hier sind 12 Grad gewesen. 13 Grad. Was wäre denn im Badezimmer? Ich habe gerade irgendwo 12 Grad gehabt. Ich habe auch kurz 12 gehabt. Guck mal. Das links hier. Nee. Gib uns ein Zeichen. Nee, in der Bibo ist der nicht. Wollen wir dort hintergehen und geht's auch noch lang? Ja, weiß ich. Hier rechts. Ja. Hier waren kurz 12 Grad. Ja, hier waren auch wieder 12, hier irgendwo. 13. Aber das Wasser läuft weiter hinten. Ist er wieder in dem Badezimmer? Vielleicht ist der hier so drin. Das Wasser läuft in der Richtung. Und das wart ihr beim Speisesaal hier rechts in der Anrichte-Dings da gucken? Nee, hier war man noch nirgends. Aber da habe ich da hier auf dem Gang nie, oder? Auf jeden Fall ist in der Richtung irgendwo das Wasser. Ja, aber ich würde sagen, draußen weiter lang. Nee, hier ist auch nichts. Nee, wir müssen draußen lang. Das klang draußen, weil wir müssen sterben. Auf jeden Fall müssen wir rechts, links rum. Ja, der jagt gleich, ohne dass wir wissen, wo er ist, und dann verstecken wir uns im Geisterraum. Ja, genau, nicht wir nehmen uns. Und sie, warte, fuck, mein Raum, Alter! Und niemand hat ein Foto dabei. Nee. Ich nicht. Nee, der Wasser höre ich jetzt auch. Das sieht schon echt. Wie gesagt, hier hatte ich die 12 Grad zwischendurch. Hier in der Wand, ne? Mach mal hier das Teller auf. Es kommt von hier hinten, oder? Hier, die Duschräume sind es bestimmt. Ja, von hier. Ja, hier ist das Wasser. Oh ja, Minusgrade. Aber der Geist ist hier nicht. Doch, Minusgrade. Echt? Hier hinten 16. sind Minusgrade. Minus 8. Bist du hier? Ah ja, stimmt. Du ein Kind. Bist du hier? Schreibe in das Buch. Bist du hier? Bist du ein Kind? Ich mach mal das Licht aus, wenn der Box. Nochmal. Ach so. Bist du hier? Schreibe in das Buch. Bist du ein Kind? Ich muss ein Zeichen. Bist du alt? Alles klar. Los, sag. Box. Warum bei dir? Bei mir? Ja? Ich hab nicht mal was gesagt, das war das Lustige. Okay, sag mal. Box und Minustemperatur. Also, wir haben Box. Und Gefriertemperatur. Und Minustemperatur. Also Kacke, Gespenst oder Mare? Oder den? Boah, Tina, mach Tür zu! Naja, nur die eine, dass wir im Notfall die andere noch zumachen können. Ich dachte, es gehen beide zu. Ja, wir schließen dich ein. Gespenst, Mare oder Dämon? Was ist das? Das ist die Frage. Gespenstermare. Also Gespenst braucht noch Fingerabdrücke? Nee, doch, ich glaube. War das so? Nee, das Buch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Eigentlich sollte man das langsam auswendig kennen. Also, Dämon braucht das Buch. Mare braucht Orb. Und Gespenst braucht Fingerabdrücke. Aber doch Fingerabdrücke. Okay. Also, nehmen wir eine Kamera mit. Und ach so. Derjenige mit einer mit einem Fotoapparat kann oben noch den Knochen fotografieren und einsammeln. Das ist smart. Oder gib mir mal ein Foto, oder gehe ich hoch? Wir haben ja, glaube ich, 3 Apparate. Ach, ja, genau. Ich nehme ein Kruzifix mit und lege das dort in den Raum. Habt ihr den EMF-Reader im Raum liegen lassen? Nee, den habe ich noch. Nee, auch noch ein. Wir brauchen noch Räucherstäbchen. Stäbchen habe ich jetzt mit. Aber EMF muss ausschlagen, weil es ist ja ein optionales Ziel. Ja. Und dann ab geht die Luzi. Weißt ja, wo der Knochen liegt, ne? Na genau. Ich bin der Filmmann, wartet auf mich! Der Filmmann. Nicht der Kameramann, der Filmmann. Einmal ein Interview mit dem Geist. Hab die oben. Ja, das Licht hat mich voll angemacht, aber ich hab nur so eine Funzel.
schmeiß mal Sachen weg hier. Ich hab Angst, ich sehe, dass er uns jetzt angreift. Haben die Tür noch? Ich wollte gerade sagen, mal bitte die Tür hier noch öffnen. Aber der Regen geht noch nach außen auf. Einmal räuchern. Müsste aber bis hintergehen, ne? Buch ist unbeschrieben, oder? Ja. Hat er das Buch geschrieben? Nee. Nein. Ist ja auch egal, was gehört. Er hat an der Tür rumgespielt, aber EMF ist bei mir immer noch null Ausschlag. Du kannst so einfach einen Raum werfen, das zählt auch. Ja, es liegt jetzt drin. Ach so. So. Dann gehe ich mal die UV-Lampe holen. Ich glaube, die liegt hier im Gang eine. Ja, der lag ja. Habe ich liegen lassen. Achso. Ich habe auf jeden Fall ein Kruzifix in die Tür gelegt. Hat sich gerade wieder eine Tür bewegt? Marc macht Feuerzeug-Challenge. Hier liegt übrigens das EMF. Hä? Ah, das hab ich nicht hingekriegt. Ach, hier. Nee, das hab ich gerade hingekriegt. Ja, Max. Ich hab's schon mitgenommen. Mich würde echt interessieren, wenn der hier rauskommt und wir gehen hier so rein, in diese Zelle. Was dann passiert. Ja. Fingerabdrücke. Alles klar. Dann ist es ein Gespenst. Wuhu! Du. Nee, wir haben das Foto vom Geist noch nicht. Wir wissen auch nicht, ob EMF mittlerweile ausgeschlagen hat. Oh, er jagt! Er huntet! So viel zum Thema Foto. Susan Williams, warum tust du das mit Susan Williams? Wir wollen dir nichts Gutes. Wollen wir das dann wieder von hier vorne machen mit dem Foto? Aber dann müssen wir wieder Räucherstäbchen holen. Können wir mal die Tür, also und vorne dann die Tür aufmachen, damit er auch reinkommt? Ja, genau. Das wäre so witzig, wir stehen die ganze Zeit da und warten und haben vorne die Tür zu. Ja! Hier vorne ist offen. Ja, vor allem, wir haben gerade alle auf dem Haufen gestanden. Ich so meine Taschenlampe. Natürlich übers Dunkeln, nur von eurer überblendet. Dann bin ich so, was blinkert denn hier so? Blinkt ja, das? Ich hab's auch kaum gesehen. Sanity geht aber immer noch. Deswegen habe ich dann gesagt, der handelt. Geil. Aber cool. Räucherstäbchen hat nicht funktioniert. Dann muss der weiter hinten im Raum gewesen sein. Ja. Lagen schon ganz hinten im Raum. Ach, die lagen ganz hinten. Dann musst du vorne reinwerfen und probieren. Ich hasse das bei so einem Kuchen. Eigentlich musst du ja durchlaufen, damit das. Eigentlich musst du ja durchlaufen, damit es das zählt. Und der Marc ist von vorne bis nach hinten durchgelaufen damit. Aber der ist definitiv da drinne. Gott. Ja, definitiv. Ich sehe jetzt erst die Zellenblöcke, die muss ich mir mal angucken gehen. Da drüben. Achso, den Sicherungskasten, ja, den hat ich erst. No. Ist recht cool gemacht. Der EMF-Reader hat aber auch noch angeschlagen, ne? Nee. Nee, stimmt. Trotz des Handens. Ich nehme noch das andere Kruzifix. Oh. Was sagt denn Sanity? Ah, easy peasy. Wollen wir noch einen Bewegungssensor dort reinpacken? Einfach weil wir was können? Den Infrarot oder den normalen? Den normalen. Dann nehmen wir mal hin mit.
Ich finde das geil, wieder alle drei Leute stehen im Raum. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Alles, ist es vorbei? Ist es vorbei? Warte, ich mach's Licht kurz an. Aber andauernd zur selben Zeit. Ach, wie hieß sie? Susan Williams. Susan Williams. Susi! Ich hab den Fuß. Eigentlich muss Jenny rufen, der Jenny, bei der Jenny hat er immer reagiert. Hallo! Auf die Box. Generell vorhin. Oh, er handelt. Licht. Ich finde das einfach geil, wenn du nur die Taschenlampe in der Hand hast, wie einfach die Taschenlampe trotzdem blinkt, ne? Ja, bei den anderen sieht man's ja. Ja, ich dachte mir auch gerade, wollte ich ein Foto vom Geist machen, warum verstecken wir uns eigentlich? Nee, ich guck mich um, alle weg. Aber wir wollten doch eigentlich uns vorne hinstellen, oder wollen wir uns jetzt hier hinstellen? Das kommt drauf an, wo der lang läuft, das ist nämlich die Frage. Oder wandert der hoch? Gute Frage, ich klebe mal einen Bewegungsmelder hier hin. Ich sag Hunting, weißt du, und der jagt, ey. Ich muss erstmal auf den Boden gucken. Jetzt EMF. Jetzt zählt's, jetzt hat's gezählt. Hunting. Huntinger. Aha. Susan Williams, gib uns ein Zeichen. Alles klar. Susan Williams, gib uns ein Zeichen. Ja. Das war wohl gut gerade. Nein, jetzt nicht mehr. Susan Williams, gib uns ein Zeichen. Komm, wir gehen wieder hier in die Ecke. Susan Williams, bist du hier? Susan Williams. Gib uns ein Zeichen. Susan Williams, Susan. Bist du hier? Susan Williams, bist du hier? Susan Williams, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Angst, Hilfe, Panik, Hilfe, Angst. Gib uns ein Zeichen. Susan Williams. So? Der Max reibt sich hier dran. Susan Williams, bist du hier? Es wird jemand mit einer Kamera? Hunting, ja. gib uns ein Zeichen. Und dann so einfach. Und Licht ist aus? Sie jagt, sie kommt. Ja, sie handelt. Susan? Hier sind wir. Susan! Hier! Hallo! Bei Lichtzeichen, ich geb mal Lichtzeichen hier, ne? Macht nix, kommt nicht. Jo, keine Steps? So. Geist, sie kommt nicht. Schade. Vielleicht kommt sie aus dem Raum nicht raus, weil dort das Kruzifix in der Tür liegt. Nee, das glaub ich nicht. Nee, das Gespenst kann durch die Wände gehen. Susan? Ja, die Tür hab ich aufgemacht. Vorbei. Hat aufgehört. Aber okay, bei dem Typi eben hat es auch zwei Anläufe gebraucht. Ja. Hat die Lichtschalter bloß ausgemacht? Nein, die Sicherung rausgenommen. Die Sicherung war oben, oder? Ne, die ist hinten. Genau. Okay, dann war es erst die Runde davor. Susan. Oh ja. Ja, an der Wand, hinter dir, neben dir! Susan! Sie jagt! Sie Ah,
ich glaube, das Kruzifix hat gerettet. Leben alle noch? Nein, Max ist tot. Wo ist Max? Ich hab seine Kamera. Keine Ahnung, eigentlich müsste er hier liegen irgendwo, aber. Wir haben ein Bild vom Geist. Okay, lass uns abhauen. Wir haben ein Bild von Max haben. Vielleicht na, Max spawnen jetzt. Oh, die ist wieder da, die ist wieder da! Machen wegen der Versicherung. Hm? Wollte noch ein Bild von Max machen wegen der Versicherung. Achso. Ich hab das Zelt jetzt aber nicht mehr. Aber ich hab das auch. Aber er ist hier, hat Sachen geworfen. Aber ich glaube. Also ich hab das schon oft gesehen, dass die Leichen einfach despawnen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das jetzt. Ich höre Step und die greift an. Ich höre Step, ja. Max, kommst du mit oder bleibst du hinten stehen? Ohne okay. haben wir alle eingeloggt? Ich hab. Geisterbox, Gefriertemperatur und Fingerabdrücke. Wie die einfach reinkommt, ey. Ja, hab ich. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, war Max hinterm Max Kruzifix da? Komm rein. Na, der Geist kann ja eh durch Wände gehen. Ja, aber er kam ja von vorne. Thank you.